Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch wieder GTA 6 Informationen, die euch definitiv interessieren werden. Denn es geht darum, wann wir erwarten können, dass GTA 6 angekündigt wird. Beziehungsweise können wir dieses Jahr überhaupt noch irgendwas zu GTA 6 erwarten? Das besprechen wir in diesem Video, denn es gibt neue Informationen von einem besagten Insider. Vorher schaut bei meinem Partner JG Gaming vorbei, dort könnt ihr euch Money Boosts holen, FIFA Coins, für Call of Duty Black Ops Cold War, dort habt ihr wirklich alles für die PS5, PS4, Xbox und natürlich für den PC. Mit meinem Code GTA610 bekommt ihr nochmal 10% Rabatt, da passiert euch gar nichts, ja. Ihr braucht keine Sorgen haben, die haben sehr viele zu viele Kunden und seid auch ein Teil davon und spart euch Geld und bekommt dafür noch GTA Online Geld. Links in der Beschreibung oder in den Kommentaren auf jeden Fall angepinnt, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch dort was kaufen würdet. Natürlich mit meinem Code, ja, dankeschön. Kommen wir sofort mal zu diesem Video hier. Ihr kennt den Namen Roberto Serrano. Zu ihm habe ich auf jeden Fall mal ein Video gemacht, denn dieser Typ hier ist ein Insider, laut den Informationen, wenn man diesen glauben kann. Denn dieser Typ hier hat schon verschiedene Sachen geleakt. Er hat viele Informationen zu der PlayStation 5 damals rausgegeben, die noch nicht bekannt waren. Zum Beispiel den PS5-Event, der später von Sony angekündigt worden ist, hat Robert Serrano vorher schon angekündigt. Und zwar Datum genau. Ja, er hat einfach das Datum schon vorher genannt, bevor Sony irgendwas diesbezüglich gepostet hat. Und natürlich braucht man, meiner Meinung nach, Insider-Connections, um das so genau vorher zu sagen. Auf seinem Twitter-Account steht auch Folgendes drauf. Business Analyst, Webtech Project Spezialist und er ist Chief Editor bei 4News. Also dieser Typ hat schon Insider-Connections, beziehungsweise ist nicht so unseriös, ja, laut seinem Twitter-Profil. Was hat er denn geschrieben? Jakub hat gefragt, ob wir eine Ankündigung zu GTA 6 auf der E3 sehen können oder auf dem Take-Two-Konferenz, ja? Bald ist ja die E3 und ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wo ein User die E3 gefragt hat, ob wir was sehen können und die E3 hat folgendes Bild gepostet, beziehungsweise folgendes GIF. Natürlich kann man jetzt sagen, meinen die es eventuell so, dass wir uns beruhigen sollen, ja? Das ist noch nicht so weit ist. Oder meinen sie eventuell damit, beruhigt euch und macht euch bereit, das was im Juni kommen kann. Ja, so ein kleiner Teaser zum Beispiel. Das waren zwei Möglichkeiten, die hier passieren könnten oder die die E3 gemeint haben könnte. Roberto Serrano hat Folgendes geschrieben. Wahrscheinlich nach der E3, wir könnten ein paar GTA 6 Informationen in diesem Sommer bekommen, aber ich denke nicht, dass es die offizielle Ankündigung sein wird. Sehr interessante Aussagen von Roberto Serrano. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was er hiermit gemeint haben könnte. Entweder meint er, dass wir von Rockstar Games Informationen zu GTA 6 bekommen werden, zum Beispiel, dass GTA 6 momentan in der vollen Entwicklung ist, wie damals zu GTA 5, da haben die es ja auch gesagt, und später haben sie dann GTA 5 richtig angekündigt. Oder werden wir Leaks bekommen, Informationen von gewissen Insidern, die Informationen über GTA 6 einen Preis geben werden. Aber meine Frage wäre natürlich dann diesbezüglich, wie sollte man ein Leak ankündigen, ja? Wie sollte man sagen, dass wir im Sommer einen Leak bekommen werden, ja? Ich denke mal, hierbei ist gemeint, dass Roberto Serrano denkt, dass wir im Sommer eine Information zu GTA 6 seitens Rockstar Games bekommen werden. Das wäre meine Meinung. Und das wäre ja mal ziemlich, ziemlich geil, ja? Wir haben ja alle gesagt, wir möchten wenigstens nur ein Zeichen von Rockstar Games sehen. Irgendein Zeichen, dass GTA 6 in Entwicklung ist, dass Rockstar Games es sieht, dass Rockstar Games es hört, dass wir irgendwas mal von Rockstar Games endlich sehen werden. Und dann könnte das wirklich passieren nach der E3, dass wir vielleicht mal, also keine Ankündigung, wie gesagt, oder kein Trailer, sondern irgendwas, irgendwelche Informationen zu GTA 6 hören werden in diesem Sommer. Ich sag mal so, das ist natürlich besser als gar nichts, ja, wenn Rockstar Games irgendwas dazu sagen würde. Was natürlich klar ist, ist, dass erstmal GTA 5 auf den neuen Konsolen erscheinen muss, damit wir überhaupt mal eine Ankündigung oder einen Trailer zu
GTA 16 werden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt ihr, Roberto Serrano meinte hiermit, dass Rocksteady Games irgendwas zu GTA 6 im Sommer preisgeben wird? Und was denkt ihr, was es sein wird? Oder denkt ihr einfach nur, er meint hier gewisse Informationen oder Leaks, die im Sommer auftauchen werden? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.